entweder Word, PowerPoint, Sway oder wie heißt das Buch? Book Creator. Durch die iPads kann man ihnen einfach Materialien viel individueller bereitstellen. Und sie können es auch viel einfacher holen, was sie brauchen. Und iPad kann man immer zu Hause nehmen, also auch von denen, die keinen Computer haben. Man hat keine Blätter und dann kann man halt, wie sagt man es auch, einfach mal 5 Minuten Zeit nehmen zu Hause und nicht alles führen nehmen und einfach schnell mal am iPad arbeiten. Ja, ein Drittel mit dem iPad. Ich würde nicht sagen mehr, für ist ja mal die Hälfte, für ist sogar mal mehr, aber dann ist es auch wieder mal weniger. Ich finde, es muss ein guter Mix sein, dass es für alle stimmt.